Schalömchen, Freunde! Schalömchen! Wir sind immer noch beim guten René in Österreich bei Mikrofahrzeuge und konnten jetzt den VSETT 9 und VSETT 8 testen. Richtig geile Dinger. Also ja, die fahren 25 km/h legal sogar hier. Und ja, ein paar technische Daten wird der Herr Niklas euch jetzt erzählen. Ja, VSETT 8, VSETT 9, ihr habt im Intro schon gesehen, was damit geht. Federungstechnisch, guckt euch das mal an. Das ist einfach nur richtig geil. Ihr fahrt auf dem Trampolin. Richtig geiles Fahrverhalten. Kann man wirklich richtig gut empfehlen. Das Ding macht einen super wertigen Eindruck. Die Dinger sollen tatsächlich vielleicht bald nach Deutschland kommen mit 20 km/h. Jetzt habt ihr mal ein paar technische Daten. Das Ding hat 15 Amperestunden, 40 Kilometer Reichweite angegeben. Topspeed entdrosselt 40 km/h. Das Ding kann man einfach so easy entdrosseln. Das zeigen wir euch mal in einem anderen Video. Hier geht es erstmal um so ein kleines Fazit. Ja, 40 Kilometer Reichweite, 15 Amperestunden, wie gesagt, 8,5 Zoll Räder. Dualmotor, das macht richtig Laune. Ding hat 600 Watt Dauerleistung in Österreich. Wie gesagt, wenn eine deutsche Version bald vielleicht kommt, die wird dann natürlich für die deutschen Verhältnisse angepasst sein. Der VSETT 9 ist nochmal eine ganze Schippe heftiger. Eine ganze Schippe. Jetzt war 1 Amperestunden mehr und er schafft bis zu 50 km/h entdrosselt. Ja. Also das Ding ist schon heftig. Und 50 Kilometer Reichweite. Das Geilste ist, wie geil man die einfach tunen kann, aber das ist was anderes. Hat ja, das schon Tuning, gesagt. Das geht in einem anderen Video drum. Denkt dran, Freunde, nochmal für alle, ist eigentlich, sollte jedem bewusst sein, ist natürlich auf öffentlichen Straßen verboten. Wir haben es oft genug gesagt, ist natürlich auf eigene Gefahr. Macht sowas am besten nicht. Wenn ihr da mal über einen Feldweg fahrt, ist das natürlich was anderes. Aber muss jeder von euch selber wissen. Ihr seid alle alt genug, sowas selber zu entscheiden. Wir können euch nur Tipps geben und wir können euch sagen, wie es funktioniert. Genau. Da sonst, also, tausende Leute haben ihre Scooter kaputt gemacht, weil sie es falsch gemacht haben. Da zeigen wir euch wenigstens, wie ihr das richtig macht, dass ihr nichts kaputt macht, dass eure Dinger gut eingestellt sind. Das ist sicherer für euch, das ist sicherer für den Scooter. Nur, dass ihr da mal, wollten wir mal ganz kurz einmal loswerden. Da gab es nämlich ein bisschen Gegenwind, aber dazu ein andermal mehr. Jetzt geht es erstmal um diese geilen Teile, Freunde. Und nochmal ganz kurz, wir haben auch noch mehrere Videos dazu gemacht, was passieren kann, was legal ist. Und das wurde ein bisschen uns angekreidet, weil ich mich ein bisschen schade fand. Ich will da keine Namen nennen, aber schade eigentlich. Aber Leute, ihr wisst es selber, ihr seid immer auf eigene Gefahr unterwegs. Und ja. Ja, und jetzt mal wieder zu diesen geilen Scootern. Ich finde das einfach geil. Ganz fast ein Wheelie ziehen hier. Weißt du, was auch noch geil ist? Dennis, film mal hier rüber. Komm mal kurz ran, ich zeig dir, was auch noch richtig geil ist. Erstmal, der Lenker ist mega griffig. Und du hast hier hast du einen Knopf. Und guck mal hier unten. Wenn ich den Knopf drücke. Das Ding hat einfach Blinker vorne und hinten. An beiden Seiten. Also ist einfach richtig gut gemacht. Kannst du richtig hier chillig blinken. Ich beneide wirklich Österreich, ja, dass die so geile Dinger fahren dürfen und in Deutschland wird einfach alles runtergeregelt. Und jetzt kommt noch mal was Geiles. Das Teil hier, hier steht schon Kart. Wenn du einen Scooter anmachst, passiert nichts. Dann musst du eins von diesen Chips nehmen. Du kannst sogar dein Handy anlernen, du kannst sogar deine Bankkarte anlernen, dass du die hier drauf hältst und dann fährt der Scooter los. Also zusätzlich hat das Ding richtig geiles Teil. 18 Modis, was man alles einstellen kann. Chaos, Bremse, alles mögliche Power. Das ist ein Traum. Hier hat man noch mal gut, da kann man nochmal gut das Licht erkennen. Jetzt wird man leider nicht viel erkennen, wenn man das anmacht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ah doch, so geht das an. Also wir haben es gerade ein bisschen im Dunkeln gesehen. Hier hast du so eine richtig geile LED-Leiste. Und hier unten, wo auch die Blinker sind, hast du halt die beiden Scheinwerfer. Das sieht einfach brutal aus. Das sieht man leider hier im Hell nicht, aber ihr könnt es euch ja vorstellen, wie geil das aussieht. Das ist eine ganz andere Hausnummer als die Scooter, die auf dem Markt sind, die man fahren darf. Ja, also und das ist das, was wir damals zu dem Himo gesagt haben. Dieses Teil aus Sicherheitsaspekten ist in jeder Hinsicht besser als jeder Xiaomi-Scooter, der jemals rausgekommen ist. Von der Verarbeitung im Allgemeinen her. Das ist gar kein Vergleich. Ja. Also vor allen Dingen auch Sicherheit ist einfach, das Ding ist einfach top. Vorne, hinten Scheibenbremsen und ja. Der hat tatsächlich so Trommelbremsen, aber die packen richtig geil rein. Genau, das ist ja eine, das ist ja die bisschen stärkere Version. Das ist die etwas neuere Version, das ist nämlich ein Modell weiter. Aber also wirklich ein Träumchen. Beschreibung, beziehungsweise Link zum Kauflink ist auf jeden Fall eine Beschreibung. Was gibt es da noch zu sagen? Einfach geiles Teil, wir werden da vielleicht noch ein Video von machen, was das Ding so wirklich an Topspeed schafft. Das können wir noch machen, das ist bestimmt noch interessant für einen oder anderen. Ja, generell, also man kann wirklich mit den Dingern, wir sind da gerade die Bordsteinkanten hoch und runter mitgeballert. Also ihr seht schon, diese Dinger sehen optisch so geil aus, ne? Das ist wirklich geisteskrank. Das macht richtig Laune. Vor allen Dingen, da musst du auch nicht aufpassen, ob du mal einen Bordstein oder so... Nein, ist scheißegal, fährst einfach hoch, fährst einfach runter. Also der René hatte gesagt, der ist damit von der Tischtennisplatte gesprungen. Ich wollte erst von hier springen, das schafft er wahrscheinlich locker, aber es ist nicht unsere Scooter. Ja, es sind nicht unsere Scooter. Der hier ist komplett neu, der hat jetzt... mittlerweile 4 Kilometer oder so auf dem Tacho, ist noch Folie drauf. Hier kann man sehen, ist noch Schild dran. Wir haben die jetzt zum Test zur Verfügung gestellt. Das wäre absolut scheiße von uns, wenn wir damit jetzt so einen Härtetest machen. Aber wenn der René sagt, der ist damit von der Tischtennisplatte gesprungen zum Testen, dann glauben wir dem das mal. Geile Teile auf jeden Fall. Ja, was auch noch geil ist bei den beiden, 2 Ladeanschlüsse. Da kannst du schnell laden. Kannst du beide gleichzeitig aufladen, lädt er auch doppelt so schnell. Das ist ein geiles System. Die Dinger sind auch oben, damit von unten kein Spritzwasser oder so dran kommt. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein mega interessantes System. Also das ganze Ding macht so geilen Eindruck. Und jetzt mal ganz ehrlich, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr davon, allein vom Punkto Optik her? Ja, das ist schon mal ganz, ist schon echt geil. Also optisch finde ich die mega. Ja, zusammenklappen hast du hier auch so ein, kannst du glaube ich losdrehen das Ding. Ja, guck mal, ist glaube ich zum Drehen oder so. Ja, guck mal, kannst du hier losdrehen, ist eine Schraube hier. Schon mal eben hier. Kannst du hier quasi so losdrehen, habe ich jetzt schon gemacht. Und dann kannst du den auch so umklappen. Und das kennt man ja halt, ne? Wenn man den dann zusammenklappt, das ist jetzt für euch nichts Neues. Aber ist auch, kann man schon sehen, was für dicke diese Materialien hier sind. Der Klemmverschluss ist hier unten, sehe ich gerade. Und hier habt ihr den Haken oben drin. Also Freunde, wünscht uns auf jeden Fall nochmal viel Spaß, weil mit den Teilen, das kannst du wieder reinmachen, das machen wir gleich. Mit den Teilen dürfen wir hier legal rumfahren. Da braucht auch keiner irgendwie in die Kommentare schreiben, jo, tolles Vorbild und so. Wir sind hier in Österreich, die Dinger fahren 25 km/h gedrosselt, wir dürfen damit hier rumfahren, mega geil. Wir hoffen einfach, dass das Ding nach Deutschland kommt. Wie gesagt, der Hersteller ist da wohl dran und ganz ehrlich, die Dinger werden so weggehen, wenn die nach Deutschland kommen. Weil das ist einfach die einzige ernstzunehmende Konkurrenz für Iohawk. Und Iohawk ist durchgehend ausverkauft, das wollten wir auch schon mehrmals testen. Muss halt unten da dran machen, genau. Und dann kannst du das da zur Sicherheit nochmal festschrauben. Also der Klappverschluss ist mega geil. Ja. Ich weiß nicht, wir haben jetzt nur gute Sachen von dem Scooter gesagt. Können leider kein Langzeitfazit Nein, wir testen die Dinger jetzt, wir fahren dann ein paar Stunden mit rum und dann sind wir jetzt schon ein bisschen mit rumgefahren. Was man noch sagen kann, ich glaube, guck mal hier, Klapplenker, der auch. Kannst den Lenker so wegklappen, kannst das hier losschrauben oder so. Ah, okay, der hat einen kleinen, etwas anderen Kleppverschluss. Ja, guck hier. Kann man den Lenker klar. Das ist wie bei dem Power-Scooter, den wir haben. Aber das Ding ist wertiger, das schraubst du. Bei unserem Scooter, der von AliExpress, ey, da war es ja eine Klemme und dann hast du das Gefühl. Ja. Also die Dinger machen richtig Laune. Wir hoffen einfach, dass die Dinger bald auch in Deutschland zur Verfügung stehen. Und dann guckt euch das mal an. Kannst du hier noch das Ding hochklappen? Kannst du jetzt so fahren. Ja. Ist das schon eingerastet? Der ist eingerastet. Also ich nehme den jetzt mit nach Hause. Na gut, dann. Falsch mit dem hier. Ja, also ist auf jeden Fall richtig geil. So, ich glaube, das war es erstmal für dieses Video. Leute, wir werden noch richtig geile Videos auf jeden Fall raushauen hier in Österreich. Also wir haben richtig Bock heute. Das war zum Aufwärmen, Freunde. Das war zum Aufwärmen. Jetzt kommen nämlich die richtig krassen Teile. Ja, ist komplett vorbei, was da noch kommt. Da wird ganz schön schnell. Kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Alles klar, Freunde. Deutlich schneller als das. Ja. Ich sag mal so, das wird bis zu 120 km/h schnell. Dann ist er für. Ich glaube, das war's. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Abonnieren nicht vergessen, schaut bei Mikrofahrzeuge vorbei. Link in der Beschreibung. Richtig geiler Laden, top. Könnt ihr sowas kaufen, gibt natürlich auch Sachen für Deutschland. Wie gesagt, wir würden tatsächlich bei den Dingern empfehlen, wenn ihr aus Deutschland kommt, entweder ihr kauft euch so ein Ding, fahrt damit entdrosselt rum auf Privatgrundstück oder wie auch immer ihr das machen wollt. Wir haben es ja auch so ein Ding gekauft, also nicht den, aber einen anderen. Haben wir das schon gesagt, dass Mikrofahrzeuge auf jeden Fall schon dabei ist, die irgendwann mal... Ja, habe ich ja gesagt, die Dinger ist gerade dabei, dass die nach Deutschland kommen. Also man, ja, wie gesagt, kauft euch so ein Ding, wartet auf so ein Ding, wie ihr wollt. Müsst euch natürlich nicht so ein Teil holen, aber ist auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Wenn ihr so ein Teil holt, sagt, richtig geil, ich habe ein großes Privatgrundstück und könnte man vielleicht... Man könnte sogar vielleicht bald dann mit einem Update, wie auch immer, den sogar legal in Deutschland fahren. Das wäre natürlich ein Träumchen, aber... Alles nur Zukunftsmusik. Ich hoffe, das wird so passieren. So, ja. Leute, danke fürs Einschalten. Bis später, Peter. Ciao.